Moin Leute, ja, ich bin wieder zurück. Endlich gibt es wieder ein Video. Nämlich heute dreht es sich um die finale vierte Staffel von Tote Mädchen Lügen nicht. Natürlich wird es hier auch wieder nerdige Spoiler geben. Ich werde hier nämlich das Ende aufschlüsseln und euch erklären, was uns diese Staffel vermitteln möchte. Viel Spaß bei einer neuen Folge Nerdschule. In Staffel 3 ging es hauptsächlich um den Mord an Bryce Walker. Der meistgehasste Teenager von der Liberty High starb zum Schluss und aus diesem Grund war jeder ein Verdächtiger. Wir erfuhren, dass es Alex war, der das Verbrechen begangen hat. Aber die Season endete damit, dass die Schuld auf Monty gerichtet wurde, was ihn völlig entlastete. Während der vierten Staffel löst sich aber diese Lüge langsam auf und wir beobachten ziemlich genau, wie die Wahrheit langsam an die Oberfläche kommt. So dass die Charaktere endlich das Kapitel darüber schließen können. Dies ist jedoch nicht der einzige Abschluss des Kapitels. Die vierte Staffel endet metaphorisch, damit, dass die Schüler die Highschool verlassen und ein neues Kapitel in ihrem Leben beginnt. Die Bänder von Bryce scheinen zerstört zu sein, die College-Bewerbungen beginnen und wir beobachten, wie die Gruppe langsam auseinanderdriftet. Aber ich möchte trotzdem euch jetzt einfach nochmal das Ende erklären und wie es vielleicht auch weitergehen könnte. Zum Schluss ist viel in der vierten Season passiert. Clay dreht allmählich durch, es kommt zu Tumulten an der Liberty High, jeder einzelne Charakter muss mit der Schuld an den Tod von Monty und der Vertuschung von Bryce Mordfall leben. Durch Winston und den Footballern kommt fast die Wahrheit ans Licht, aber zum Ende normalisiert sich Clays Verhalten, aber er bekommt in seinem Leben einen weiteren Rückschlag. Nämlich Justin weist grippeähnliche Symptome auf, bei ihm wird AIDS diagnostiziert, das durch Drogenkonsum und Sexarbeit weitergegeben wurde. Leider stirbt er den unerwarteten Serientod und die Gruppe merkt dadurch, dass sie leben muss, um alles hinter sich zu lassen. Ein neuer Lebensabschnitt beginnt für die Schüler. Zudem wird letztendlich auch der Mordfall Bryce Walker in das Polizeiarchiv gelegt. Das hat sich wohl jeder in dieser vierten Staffel gefragt. Was ist mit Clay los? Man sieht genau als Zuschauer, wie es ihm mental geht. Generell ist so eine Tat oder Vertuschung geistig für einen Teenager natürlich schwer zu verkraften. Dieses zeigt auch die Art, wie Clay langsam ein unzuverlässiger Erzähler wurde. Man weiß eigentlich gar nicht, was er als nächstes vorhat und er verliert auch seine Glaubhaftigkeit. Das hat man so ein bisschen in den letzten Filmen gesehen, Joker, das war genauso ein bisschen in diese Richtung. Als Winston versucht, die Wahrheit ans Licht zu bringen, wird die Paranoia von Clay aber immer größer und durch die Schlaflosigkeit, die einen Menschen wahnsinnig machen lässt, sieht er andauernd diese Geister von Monty und Bryce. Durch die psychische Belastung baut er auch noch zum Ende eine paranoide Persönlichkeitsstörung auf. Er ist misstrauisch, abwartend und darauf gefasst, von anderen angegriffen oder verletzt zu werden. Auf Kritik reagiert er überempfindlich und zeigt übertriebene und unangemessene Reaktionen in Konflikten oder Streitigkeiten. Zudem fühlt er sich benachteiligt oder angegriffen, dass er somit zum Gegenangriff überging. Ein Indiz dafür sind auch die ständigen Ausflüge in der Nacht und oder ob manche Dinge überhaupt passieren. Der Zuschauer weiß eigentlich gar nicht, ob manche Szenen wirklich passiert sind. Das kann ich so ein bisschen deuten, was mit Clay in dieser Staffel los war. Diese Geister spielen in der vierten Staffel eine große Rolle. Die Bürde, die jeder Einzelne mit sich trägt, nimmt jeder anders psychisch auf. Clay und Jessica sehen deshalb diese Geister in mehreren Szenen. Zack zum Beispiel unterdrückt diesen Kummer mit Alkohol. Hier steht aber wieder mal Clay im Fokus. Man kann es aus zwei Punkten betrachten. Einerseits durch die psychische Belastung und der Schuld stellen sie sich den inneren Dämonen oder durch den tragischen Tod kommen sie nicht zur Ruhe. Jetzt können wir natürlich ein bisschen übertrieben. Sie wollen sich aufmerksam machen, damit die Wahrheit ans Licht kommt. Erst dann erlangen sie ihren Frieden und lassen die Lebenden in Ruhe. Zum Schluss kann die Gruppe aber ihre inneren Dämonen besänftigen durch die Tatsache, dass Winston Alex nicht verraten wird und der Spuk endlich ein Ende hat. Deshalb denke ich mal auch, die letzte Schlusssequenz zwischen Clay und Tony soll einfach nur Ruhe, Stille, Ende bedeuten. Die wichtigste Metapher sehen wir aber am Schluss, dass es befreiend ist, überhaupt keinen Plan zu haben. Das sehen wir ziemlich deutlich bei Clay, der ständig versucht, durch die Vergangenheit zu navigieren, um sein Gewissen zu beruhigen, als darüber nachzudenken, wie sich die Dinge entwickeln können. Trotzdem wird er auch ohne Ziel und Plan an der Brown University angenommen. Dies spiegelt sich auch in Tony wieder, der zunächst nicht wirklich darüber nachdenkt, wie die Dinge weitergehen werden, aber schließlich eine große Chance erhält, indem er seinen Fokus ändert. Beim Fall Justin muss man aber sagen, ist es auch besser, kein Ziel zu wissen, was du tun wirst oder wohin es dich als nächstes verschlagen wird. Besser,
sich das einzugestehen, als alles zu durchzuplanen und genaue Zeitangaben für alles zu haben. Alle hatten einen Plan, das College zu erreichen, aber Justin bekam leider keine zweite Chance. Klar sind Drogen nicht gut, aber für mich war es das falsche Zeichen der Macher. Kein anderer hätte es mehr wie Justin verdient. Für mich war es der unsinnigste Serientod seit langem. Es gibt somit keinen Fahrplan für das Leben. Wir alle gehen andere Wege, unsere eigenen Wege. Sag ja zu Dingen, die dir Angst machen und wachse daran. Das kann ich eigentlich so ein bisschen als Metapher hier weitergeben, was uns überhaupt die Staffel am Schluss noch sagen wollte. Vieles deutet am Schluss dahin, dass die Macher eventuell ein Spin-off mit Clay Jensen an der Brown University offen lassen. Auf der Abschlussfeier lernt er diese Heidi kennen. Sie ist wie auch er ein Nerd und will sich nach den Ereignissen mit ihm treffen. Ein Hinweis, dass das Leben besser wird und er nun letztendlich die Highschool überlebt hat, was er ja einmal so ein bisschen am Anfang und am Schluss erzählt hatte. Oder sehen wir ihn weiter auf Netflix. Showrunner Brian Yorkey kommentierte Folgendes. Mir gefällt die Idee, das alles unsere Vorstellung zu überlassen. Somit, kann man sagen, lässt er eine Fortsetzung einfach offen. Wobei Tote Mädchen lügen nicht, laut Netflix die letzte Staffel sein sollte. Wir sind da einfach gespannt. So Leute, da sind wir auch am Schluss dieser Ende erklärt angelangt. Ich habe jetzt immer gedacht, wenn ich sowas mache, ich mache einfach jetzt Ende erklärt und mache dazu noch eine kleine Kritik am Schluss. Und da beginne ich jetzt einfach und sage bei Tote Mädchen lügen nicht, wenn auch viele Storylines in dieser Staffel sehr überspitzt und nicht realitätsnah sind, muss man den Machern einfach eins hoch anrechnen. Die Geschichte um die Liberty High, den Charakteren, ist sehr zeitgemäß und ist einfach düster als Dramaserie umgesetzt. Gerade das derzeitige Thema Rassismus ist in dieser Welt brisant. Wir haben jetzt da wirklich da Black Lives Matter und das war ja nicht zu der Zeit jetzt geplant gewesen, aber sie zeigen da auch nochmal ein Zeichen. Und dazu kommt einfach auch da am Schluss nochmal, oder es war ja Mittelteil, das war so die 7. Folge. Hier zeigen die Autoren, dass man sich auch bei einigen Charakteren irren kann. Also spreche ich einfach diesen Polizisten an, der nachher Tony hilft. Und das, ich habe erst gedacht, das wäre ein Rassist, der einfach keine, ja, sag mal, natürlich diese Rassenkonflikte eingegangen ist. Und der ist einfach, ich habe mich in diesen Mann nachher getäuscht. Und das ist ja das, wie, was sein soll in dieser Welt. Aber egal, da will ich jetzt auch gar nicht so weit drauf eingehen. Ihr wisst ja, Rassismus ist nicht gut und das zeigt einfach diese Serie einfach. Und man muss einfach auch hier nochmal sagen, aber dennoch ist es ein sehr großes Thema und nicht ohne Grund kommt es nach diversen Konstellationen, sei es nach zum Beispiel den krassen Testamoklauf, der, muss ich sagen, die Szenen waren richtig heftig, der ständigen Überwachung in den USA zu Tumulten, das ist wie so ein Zeichen Überwachungsstaat USA und einer Demonstration gegen dieses System. Was man jetzt ja auch gerade wieder in den ganzen Demos sieht, dass ja viele halt demonstrieren, es gibt aber auch Krawallen. Und das hat man auch so ein bisschen bei Zack und natürlich dann halt bei Clay gesehen. Und das ist einfach so ein Punkt, wo ich sage, das ist immer sehr zeitnah. Was mir nicht so gut es gefällt mir schon. Das ist aber das Thema, was mal wieder ein großes Thema hier war, Homosexualität. Also ich unterstütze das auf jeden Fall. Nur was ich hier noch ein bisschen sagen muss, ist einfach, das war zu prägnant in dieser Staffel. Aber trotzdem muss man auch sagen, wo gab es schon mal einen homosexuellen Ballkönig oder Ballkönigin? Trotzdem war es vielleicht ein bisschen in dieser Staffel zu prägnant. Die schauspielerischen Leistungen kann man auch wie in den bisherigen Staffeln hoch anrechnen. Nur ab und an schwimmt die Story darunter, leidet das Pacing. Gerade bei der sehr langen und letzten Folge spürt man dieses als Zuschauer. Die war einfach ein bisschen zu lang gezogen. Im Ganzen war es eine nette Staffel, die man sich anschauen konnte. Gerade wenn man es sehen möchte, wie die Psyche von Jugendlichen funktioniert. Aber mit dem schlechten Abschluss gehört sie definitiv zu den schlechteren und bekommt nur eine 6 von 10 von mir. Ja, da bin ich jetzt am Ende angelangt und das war das Tote Mädchen Lügen nicht Video zum Ende erklärt und eine Kritik. Ich hoffe mal, das Video hat euch gefallen. Lasst mir gerne ein Like hier, lasst mir gerne ein Abo hier für nächsten natürlich weitere Videos, Faktenvideos, Ende erklärt und Trailer Reactions und. Haut mal einfach da in die Leiste rein und abonniert mich natürlich gerne. Und nochmal für einen Punkt, nochmal ein bisschen Werbung. Na, ich habe jetzt auch einen TikTok-Account, also wenn ihr da Bock habt auf Filmfakten, eine kürzere Variation, könnt ihr gerne da ein bisschen folgen. Wird es ja auch hier da ab und zu mal auch geben. Und natürlich Instagram nochmal zu erwähnen, da gibt es natürlich auch Gewinnspiele. Ne? Also ihr könnt ja immer öfters was gewinnen, wie auf Facebook. Schaut doch mal einfach gerne vorbei. Es würde mich auf jeden Fall sehr freuen und ich würde auch wieder hier ein bisschen aktiver werden. Und ich würde sagen, Leute, bis dann und ciao und bam!